In einer Welt von Herbie und Chaos, wo es Ehrenklau gibt, weitet sich das Imperium aus. Wabla auf dem Biohof, das Leben leicht. Bürgermeister klug, weiß, was er reicht. Ein Polizist, der bestraft, ohne Zögern. Ernie die Schnecke langsam, wie gewöhnlich, aber lässig in diesem Land von Ruhm und Trägheit, wo die Klänge des Didi die Seelen berühren. Der Hügel ruft, die Farm erwacht, in den Feldern weht der Wind, die Nacht erwacht. Wenn Herr Müller alle über den Tisch zieht, wenn er handelt und die Sinneswärme umwandelt. Ein Bier auf das Chaos, ein Lächeln im Gesicht. In unserem Land das um, das den Weg zum Herzen bricht. Da seid ihr willkommen, mit uns zu lachen. Wir werden Angst für den Volk. Hallo YouTube und seid alle recht herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge der Sonne entgegen. Und ja, Wahnsinn, 75 Folgen auf unserer Seite. Schaut bei Dash, der hängt ein bisschen kurz hinterher wegen seiner Urlaubszeit, aber halb so wild. Wie gesagt, riesen Dank auf jeden Fall von beiden Seiten aus für das Verfolgen bis hierhin. Und für die ganzen Abonnenten und Likes und die Kommentare. Ich hoffe, ihr verfolgt es weiter, auch bei Dash drüben natürlich. Und dann würde ich sagen, legen wir los hier in die Chase. Jo. Seid willkommen, schaut bei Basti vorbei. Genau. Guck mal bei ihr Bier vorbei. Da könnt ihr noch was lernen. So, Herr Müller. Ja. Silo fährt fest, da ja. Ja, ja, fährt fest, so. Ja, das Silo. Fährt dichter und fester. Mensch, Tobi, konzentrier dich jetzt, sonst fährst du keinen Häcksler mehr. Du fährst immer alle drin, Mensch. Gib's doch nicht, Mann. Lass doch mal den Tobi in Ruhe, der hat dann, so eine Mühe. Ja, immer zum Abend hin wird der unkonzentriert. Der wird immer so fleißig und dann so eine Scheiße baut der denn. Na, guck mal, es ist dunkel. Naja, macht sich die ganze alles kaputt, so fleißig wie der heute war. Hat er sich jetzt alles mit ihm kaputt gemacht, wieder die Leistung. Ach. Ja, morgen ist ein neuer Tag, vielleicht hast du mehr Glück da, Tobi. Tobi, lass ihn hier, ja. Ja, bla bla. So, und wenn der Mais fertig ist, dann wird der Hof aufgerollt. Das kann der Chef machen. Erstmal alles vernünftig hinstellen. Genau, das macht der Chef. Könnt ihr mal hier machen. Das macht der Chef. Ja. Genau, wir ruhen uns aus und jetzt Schnee schieben. Ihr könnt Schnee häckseln hier hinter das Geld, dann kommt der Winter. Da wird's im Wald immer da. Im Förster und helfen denen. Wir machen die keine Hose belaschen ein, was? Ja, aber richtig, ritsch, ratsch. Ach so, siehst du, Mensch, hab ich ganz vergessen. Das ist eigentlich doof. Kannst du, das wäre eigentlich praktisch, dass der die Obermaus muss hoch. Wir müssen die Säcke. Ja, kannst du das mal machen, Herr Müller? Was denn? Da hinten steht der LKW mit die Big Packs Dünger. Ja. Die müssten abgeladen werden, einfach da ordentlich hingestellt. Und dann müsste der LKW zum Landhandel runter. Und dann kannst du die Obermaus gleich mit hochbringen, die fertig ist. Ja. Ich könnte in der Zeit dann immer rennen, dann brauchst du mit zwei Abfahrern ist eh zu viel hier. Ja. Dann hat der aber seinen LKW wieder. Ist doch meiner. Ja, ist mir doch ja, wie eine Zeit da ist, aber dass das wieder auf Landhandel kommt, Mensch. Der ja. Carsten ist so netter. Muss runter, zack, zack. Und dann können wir die Rupermaus da hinten drin fahren. Und komplett aufgeräumt, der Hof.
durcheinander und hätte ihr Stelle und hätte ihr Speise alles da. Ja, das sehe ich genauso. Keine Ordnung, nix drinne. Ich muss nochmal mein Kalenderzettel durchgehen, dass ich nicht vergessen habe. 2:30 Kartoffeln haben wir fertig und den Flügel haben wir auch fertig. So. Ja, und das waren wirklich die letzten Aufträge durch. Ach ja, ich hab schon ich fahr jetzt mal schnell weg. Tobi, gleich wieder da. Ja. Oder ach nee, komm, mach aber drin. Okay. Na warte, ich lass dich mal vorbei. Hängst du immer noch jemand drin? Wo willst du die Säcke hin haben? Schnell erstmal da. Oder warte mal, Tobi. Okay. Oder ich bin gleich nachher, Müller. Ich komme. Jo. Ich wollte nämlich, aber dann müssten wir jetzt umbauen. Das ist doch doof, man gehäckselt. Die Säcke sollen eigentlich in der Halle jetzt hier ordentlich hier gestapelt werden. Naja, ist doch nicht schlimm. Also hier passt es ja hinter, hier steht nichts. Ja. Hier kannst du sie lang bauen, dann ist ja links Mineraldünger, genau. Genau. Gut. Da ist ja schon Platz und hier in der Mitte kommt dann später Saatgut hin und so. Ja, das müsste ja passen. Das sind 20 Stück. Das müsste, glaube ich, passen vom Stellplatz ja. her. Ja, 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 ja. Nur den Fahrzeug hier stellt mit dem Sprint, Tobi. Bei dir auf dem zweiten Hof. Auf den hinteren, da wo der Tank ist, oder? Ja, aber ich glaube, da musste erst mal Diesel reinmachen, da war keins drin. Immer mal leer. Ja. Da hat der Herr Klaus Diesel geklaut. An dem Pink. Oh Mann, diese Staubkarre hier. An dem Pinken im Pink. Betrachtet fast mal leer mit Sprit. Ja. Haben wir denn eigentlich noch was in der Tankstelle drin oder muss ich jetzt noch diese bestellen? Auf der Tankstelle müsste noch was drin sein. Da ist noch was drin, ja. Das läuft noch. Mann, das ist schon so dunkel hier. Herr Müller, siehst du überhaupt noch was? Ja, ihr habt da Licht. Ist da Licht in die Halle? Natürlich. Wunderbar. Nein, nicht in der Halle, aber am Gerät. Oh, doch. An dem Gerät ist Licht. An der Gerät ist Licht, genau. Aber manche Leute nehmen das Gerät immer nur im Dunkeln. So. Naja, ist naja. Ne, manche machen immer auch sich die Decke über den Korb. Okay. Dunkel ist dann nämlich immer gut munkeln. Ah, kennt sich aus, wa? Nö. Ich muss immer arbeiten, ich hab keine Zeit. Och. Von dich kommt ja nicht. Ja, ja.
hier haben wir auf jeden Fall Zuckerrüben rum für nächstes Jahr. Sag mal, warum hast du eigentlich die Sachen als Big Bags gekauft? Das ist doch Schwachsinn. Nee. Doch. Nee. Wieso nee? Weil das kein Schwachsinn ist. Doch, doch. Weil das Silo erst umgebaut worden ist, da ging vorher kein Dünger rein. Ach so. Wurde erst erweitert, die Kammer. Na, jetzt ist doch die Kammer da, der kann sonst das da jetzt. Nein, das werden jetzt da reingestellt, verdammte Kacke! Du bist bloß so faul, jetzt da mit dem Radlader alle zu stapeln. Nö. Du kannst das ja auch in den Silo gleich köpfen, ich weiß ja nicht, warum du das in die Halle packst. Hast du doch gesagt? Er soll es bitte in die Halle stellen. Ja, ich hab wohl, genau. Und dann mach das gleich. Ich mach das gleich da hin. Wenn Silo köpfen, die ist umgebaut, die Kammer. Naja. Hat jetzt eine Düngerfunktion. Hat ich dir aber erzählt vorher, dass wir die zuhören. Hey Tobi, ja? Wir machen gleich Feierabend für heute. Das wird doch mit dir hier nicht mehr. Jetzt hey, fährst du schon die mal. Bäume, die 50 Meter weiter wegstehen. Der arme Tobi, ey. Na, will ich überarbeiten. Ja, kannst du mal sehen, wie du den schuftest. Der vermisst den Dini, der fährt ständig gegen die Bäume. Nur weil der weiß, dass der heute wohl im Wald ist. Denkst du, meinst du erst Didi? Der sucht Didi, den. Baum. Didi, der Baum. Naja, der sucht Didi. Verstehe ich. Nicht. Nicht? Sucht nicht. Versteht doch kein Mensch. Ich gehe auch im Wald und komme nie wieder raus. Ja. Verstehe ich. Oh. Nicht. Doch. Baue ich mir ein Häuschen und das ist gut. Das ist alles nicht mehr normal. Pass auf, das Baum! Och, ihr Mann hat das schon wieder hing. Was hast denn du für einen Wendekreis? Den können wir wegwerfen, den Hexler. Das kannst du dir erklären. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen Kredit kriege. Nee, hol einen anderen Hexer, der wird abgeben. Ja. Der kommt weg hier. Oder ja. Stell mal hinter so einen Diddy damit Hexer, wenn der aus dem Wald kommt, ist mir auch egal. Was macht denn der eigentlich im Wald? Keine Ahnung, er hat geschrieben, ich bin im Wald. Bin bald wieder da, also bald. Hm. Gut. So, die Big Bags sind im Silo. Und ich war denn jetzt zu Carsten. Hast du gehört? Der spricht nicht mehr mit mir. Tobi, ich bin erstmal schnell weg. Ja. Ja, gut. Bis gleich. Bis gleich. Tobi! Ja. Wo ist denn der Müller hin? Der ist bloß mal kurz zum Kasten gefahren, irgendwas runterbringen. Ja. Ah, ne, ist mir hier die Technik ausgefallen. Der Funk war kaputt. Wo ist denn der Herr Müller hin jetzt? Zum Landhandel, Kaffee runterbringen. So. Jetzt warte mal, ich ruf den mal an, ja, diese Technik. Hallo. Herr Müller, mir ist die Technik ausgefallen, ihr Trecker, Mensch. Wieso? Deswegen konnte ich nicht antworten.
Also. Du fährst jetzt zum Landhandel runter, Laban. Ja, genau. Ich fahr jetzt zum Landhandel und bring die Europamaus mit. Wunderbar, gut. Bis später. Jo, bis gleich. Tschüss. So. Unglaublich. So. Siehst du, ist das auch erledigt? Ja. Unglaublich mit den ganzen Gewändel hier. Weißt du, was ich meine? Ja, hoch, hopp, hopp, hopp. Hoch und runter in den Kopf, ja. Hopp, 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 ritt, 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 komm, komm, komm. Ja. Ohne Worte. Und dann werde ich, achso, ich muss dann noch den anrufen. Ich wollte noch anrufen und fragen wegen den. Ah, Häcksler, warte mal. Ja. Ich hatte gerade Zeit. Ja. Nee, der ist gerade nicht da. Ah. So. Hoch und runter, sind wir da. Das hier passt noch rein. Aber so viel wird das ja nicht, wa? Nee. Mit der ganzen Sache. Ne? Wir müssen mal gucken, ja. So. Da nochmal. Noch in. Wie viel steht ihr noch? Ja, mal gucken. Ja, mal anrufen hier. In den Sachen. So, jetzt wird ihr angerufen. Anrufe später. Was der Herr Müller von mir will. Denn Leute, das seht ihr später. Das seht ihr im Nachhinein, in der nächsten Folge. Lasst ja einen Like da, ein kostenloses Abo. Schreibt in die Kommentare rein. Und schaut doch bei den Dashby-Sach vorbei. Ne? Genau. In diesem Sinne. Haut rein. Bye bye. Tschüss. Ciao.